Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, meine Hübschen. Ich bin gerade auf dem Weg gleich zum Einkaufen, und zwar zu Aldi. Ich hatte euch ja schon mal in Videos davor gesagt, dass ich ganz gerne eigentlich einen künstlichen Tannenbaum haben möchte. Und ihr habt mir so fleißig geschrieben und vor allem auch Links zugeschickt. Und auf jeden Fall soll Aldi irgendwie einen Tannenbaum haben. Ich weiß nicht, ob die den jetzt schon haben oder erst bekommen. Bei Aldi war ich schon lange, lange nicht mehr, wie auch letztes Mal bei Lidl. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Einige haben von euch auch geschrieben, dass ihr gerne mit mir einkaufen fahrt. Auch wenn ich mal zeige, zum Beispiel, was mir gefällt und es auch dann nicht kaufe, ist auch egal. Hauptsache, ich nehme euch einfach mal mit. Also, ich habe mich jetzt schon, wie gesagt, fertig gemacht, angezogen. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir jetzt mal los zu Aldi. Was ist hier drin? Ich wusste gar nicht, dass es Milchreis in Dosen gibt. Leute, 1,19. Das sieht auch alles so lecker aus, auch diese Kringel. Ja, früher haben wir hier ganz viel gekauft. Quarkbällchen. Mega. Gibt's so Wasabi-Abnüsse? Kohlenhydrate. Zu viele. Schade. Das ist ja auch irgendwie neu, ne? Kenn ich zumindest gar nicht. Ich habe auch Kalaschen-Schokolade. Ist bestimmt auch super lecker. Hier sind ganz viele Angebote. Ich nehme hier mal für uns Eiweißbrot. Das ist auch ganz lecker und ganz günstig bei Aldi eigentlich. 1,49 nur. Davon nehme ich dann so 3-4 Stück mit. Hier gibt es ein Haferbrot. Das nehme ich einfach mal für mich jetzt mit. Die Männer essen das ja nicht, aber das ist, glaube ich, sehr lecker. Die sehen auch ganz süß aus. Schmecken bestimmt auch mega. Die haben wir gerne gegessen früher mal. Diese Haferpops sind auch super lecker. Hatte ich schon mal gehabt. Die nehme ich wieder jetzt mal mit. Das finde ich auch mal ganz interessant. Die haben jetzt auch solche Sachen von Edgar. Relativ günstig für 1,29. Aber das ist hier was Neues. Ofencrumble. Das kenne ich gar nicht. Aber schmeckt bestimmt gut. Sintmus. Leute, ich liebe dieses hier. Ne? Das habe ich früher so oft gegessen, so viel. Gibt sogar verschiedene Sorten jetzt schon mittlerweile. Ne? Aber ich habe immer dieses hier. Sogar mit Crunchy. Adventskalender gibt es nur diese. Einmal von Merci und Haribo. Cola Truck sehe ich hier nicht. Ich weiß nicht, bekommen die wahrscheinlich auch gar nicht. Und das hier. Ja gut, wir trinken keinen Kaffee oder sowas. Hier gibt es so verschiedene Sachen mit Mandeln und karamellisiert. Das ist hier noch Erdnüsse, gerade Nussmix. Auch recht gut. Sehr lecker. Mein Einkaufswagen füllt sich. Ich habe ein paar Pilze, Blumenkohl, Schlagsahne und Frischkäse. Granatapfel und eine Melone mitgenommen und Avocado. Ich nehme ich nochmal die Eier mit. Die sind ja mal braun, mal weiß. Das ist normal, ne? Ja, so gemischt. Hier gibt es einen Echosauger für 50 Euro. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Könnt ihr mal schreiben, ob einer von euch das hatte. Hier ist gerade so laut von den Truhen. Ich bin jetzt gerade in der Abteilung, wo hier einmal Kühlregale sind. Und hier ist Aktionsware. Ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Aber ich sehe keinen Tannenbaum, ne? Vielleicht Tannenbaumbeleuchtung oder so? Nee, so ein bisschen lichter. Genau. Krass. Irgendwie aber kein Tannenbaum. Quark nehme ich nochmal mit. Brauchen wir fürs Brot. Hier ist auch wieder ganz, ganz viel, was hier aufgebaut ist. Im Aktionsware einfach, ne? Spannbettuch. Auf der Seite auch wieder ganz viel. Hier ist ein Adventskalender mit Spirituosen. Aber den braucht keiner bei uns. Die Kommode sieht auch hier ganz nett aus, finde ich. Runtergesetzt auf 50 nur noch. Die Brotdose sieht auch ganz nett aus. 13 Euro, dann haben wir hier nochmal Besteck. Jo. Und ich sehe gerade, die haben hier solche Gartenscheren. 4,99 und sogar Pinienrinde, also Rindenmulch. Wundert mich jetzt gerade um die Jahreszeit. Und hier sind so schön, das ist eine Matratze. Ne, Matratzen-Topper, okay, 49 Euro. Hier gibt es Apfelchips, einmal rot, einmal grün. Auch super lecker, nehme ich mal. Die sehen ja mega aus. Probiere ich mal. Was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Solche Fruit-Kugeln. Snack. Holz.
sehen echt lecker aus. Nehme ich mal mit zwei Stück. Einmal die Sorte und einmal diese Sorte. Ich liebe diese Lebkuchen. Habe ich noch nicht gegessen dieses Jahr. Und die 7 Sterne sind auch super hier. 1,49. Und die haben wir früher auch immer gekauft, diese große Packung, wo alles drin ist. Wie gesagt, früher, ne? Leute, schaut mal, was ich hier sehe. Das nehme ich für meine Jungs mal mit, für 19,99. Ich hatte schon bei Amazon geguckt, das ist ja geil. Das können wir im Video mal aufmachen bei Tiptop. Ich weiß gar nicht, ob wir Lebkuchen dieses Jahr machen oder nicht. Mal gucken, gibt es hier zwei verschiedene. Jo, Preis 6,99. Die sehen auch cool aus mit Minions. Muss ich erst mal fragen, ob er Lust hat zu basteln dieses Jahr. Die schmecke ich auch mega, diese kleinen Stollen-Konfekt. Und hier sehe ich gerade auch ein Stollen in ganz groß. Meine Schwiegermutter immer gebacken selber. Weil viel leckerer ist dieses hier, das ist zu süß meistens. Aber 2,99. Diese Allzwecktücher benutze ich immer bei uns. 79 Cent habe ich jetzt zwei mitgenommen. Und Seba-Nummer. Ich habe euch schon mal von diesen Lasttüchern hier erzählt, wo ich meine Fenster putze. Und die sind wirklich super. Ich nehme immer zwei Packungen mit, die sind total günstig eigentlich auch. Aber die hinterlassen keine Streifen. Und die kann man immer waschen und immer wieder benutzen. Also die sind mega. So, was soll ich sagen? Hier ist nochmal so ein bisschen was für die Körperpflege. Ja, früher hatten wir ganz oft mit Adern diese Creme hier, die Nivea-Creme. Aber im Moment benutzen wir die gar nicht. Und mein Schnucki hat diese hier geschenkt bekommen. Die riecht auch sehr gut. Nivea Man. Und was benutzt du noch? Deo von Nivea. Ist hier aber gar nicht. Ein anderes, nicht das. Ein anderes. Die haben hier sogar Schminksachen, Mascara. Ich weiß gar nicht, habt ihr schon mal sowas ausprobiert hier? In Aldi? Könnt ihr mir mal schreiben. Weil ich hab's noch nie gemacht. Long Lashes. Vielleicht probiere ich es einfach mal für 1,69. Mal gucken, wie das so ist. Ich nehme jetzt ein paar Sachen mit. Das Schminken habe ich noch nie gekauft hier. Ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr das schon mal gemacht habt. Also hier sind ja noch mehr Sachen. Also hier ist zum Beispiel auch Tagescreme. Habt ihr das schon mal benutzt? Also das ist krass. Also die Preise sind natürlich wirklich echt ein Witz. Ne? Ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr das schon mal gemacht habt. Der Einkaufswagen ist voll. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einmal zur Kasse. Auf der nächsten Kasse habe ich nochmal die Adventskränze hier gesehen. Für 19,99 Euro. Wunderschön. Vor allem, man kann den Kranz nicht für was anderes benutzen. Man muss ihn gar nicht entsorgen. Sieht echt gut aus. Und hier unten ist er in Braun. Wunderschön, wirklich. Schon fertig geschmückt. Und schon bin ich zu Hause. Habe alles rausgelegt oder raufgelegt auf meinen Tresen. Und ich würde sagen, wir gehen zusammen mal durch. Ich habe nämlich noch ein bisschen was mitgenommen, ohne Kamera. Das bleibt ein bisschen eine Überraschung für euch, weil ihr seht, das ist im Laden, was ich so mitnehme. Meine Tasche, ein paar Sachen packe ich mal so in den Einkaufswagen, ohne dass ihr das mitbekommt. Ich fange hier einmal an, worauf ich selber persönlich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt bin. Und zwar auf diese Kosmetik-Sachen von Aldi. Ich habe das noch nie ausprobiert. Ihr könnt an der Stelle wirklich in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ob ihr das benutzt vielleicht sogar, weil der Preis war der Hammer. 1,69, das ist eigentlich echt ein Witz, wenn ich bedenke, was man sonst für Make-up ausgibt, beziehungsweise für Wimperntusche oder, gut, Puder habe ich jetzt hier mitgenommen, dann drei verschiedene Mascaras, mal gucken, also das ist hier alles mit ja, Volumen, das hier auch, mal gucken, aber ist trotzdem ein bisschen anders und Make-up, keine Ahnung, ob das gut ist, es ist ein bisschen dunkler, was ich eigentlich auch immer benutze. Und Lipgloss habe ich ja noch gefunden. Ich habe ein bisschen gewühlt, ne? Weil das lag irgendwie, glaube ich, gar nicht da, wo das normalerweise liegt. Und einmal Rouge. Bin sehr gespannt. Unter anderem habe ich jetzt auch die Creme mitgenommen, einfach mal zum Ausprobieren. Auch recht günstig. Und zwar einmal dieses hier, Fresh Glow. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist. Tagescreme und einmal dieses hier, Aqua komplett. Also auch Tagescreme. Mal gucken, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier die Allzwecktücher, die habe ich total gerne, die wechsle ich auch ganz oft. Diese Glastücher, wie vorhin schon gesagt, sind richtig super, weil man die halt eben waschen kann und wieder benutzen kann. Und mit denen habe ich wirklich keine Streifen. Das sind die einzigen Glastücher, die bei mir wirklich was bringen, also bei den Fenstern, ne? Beim Glas. Dann durften natürlich auch die Batterien nicht fehlen, weil irgendwann mal werde ich natürlich auch die hier austauschen müssen bei den Lichterketten. Jetzt habe ich an die größeren nicht gedacht, weil wenn die Außenbeleuchtung herkommt, müsste ich da auch größere Batterien haben. Aber wie gesagt, das werde ich dann holen. Also jeweils halt eben drei Packungen. Die haben übrigens kein Plastik mehr, sondern nur noch einmal so. Pappe. Ein Prospekt habe ich mitgenommen für nächste Woche.
Ich weiß nicht, was die hier alles bekommen. Wie gesagt, ich war schon bei all die Ewigkeiten nicht mehr. Und habe aber unter anderem wirklich wieder mal unter über 100 Euro da gelassen. So wie auch, ach, den Käse, gut, den habe ich ja noch. Das ist ein super Käse hier. Kennt ihr den? Schmeckt auch sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Gutes Waschmittel. Ah ja, für meinen Schnicki habe ich Erdnüsse vergessen, hat mich gebeten, habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Ich dachte, da drauf was ohne Kohlenhydrate, aber was haben wir hier? Weißlack. Ach ja, auch gut. Also hier ist alles so Werkzeuge. Ja, also könnt ihr mal sehen. Dieser Teppich ist wunderschön, finde ich. Sieht ganz hübsch aus, ist auch sehr flauschig. Guck mal, gut 100 Euro. 2 Meter mal 2,90. Ein Regal. Küchenmaschine. Unsere Küchenmaschine ist übrigens kaputt gegangen. Ne? Irgendwie macht sie nur noch eine Stufe. Und so eine hatten wir auch mal gehabt, so ein Teleskop. Aber der war nicht so teuer. 3,90. Ja, gut, es ist jetzt gerade hier nichts Spannendes für mich, ehrlich gesagt. Solche Schlopkis, also solche Pantoffeln. Sind auch ganz schön eigentlich für zu Hause. Manchmal hat man so kalte Füße, aber dann ziehe ich halt eben ein paar Socken mehr an. Ja, und hier kommen wir zu dem Schönen. Hier einmal die Deko, Adventskranz für die Tür. Vorhin haben wir auch welche gesehen, dann, ne? Waren auch ganz hübsch. Und hier bekommen wir noch mehr aus Tanne für 6,99. Hier sind welche Frischhalteboxen aus. Sind die denn aus Glas? Ja, aus Glas mit Plastikdeckeln, Geschirrtücher. Das ist süß. Sieht niedlich aus, diese kleine Kinder. Und hier noch super andere Sachen. Eine Pfanne, Auflaufform, Toaster, Edelstahl. Die sind auch ganz cool für den Winter jetzt, ne? Die Zuckerhutfichte. Ein größerer Adventskranz, sieht auch ganz hübsch aus. Allerdings schon für 17,99 €. Ja, und hat eben so klamottenmäßig. Adventskalender, sieht man, für Kinder. Einmal dieses hier, Matchbox. Und einmal da. Adventstruck. Mhm. Ja gut, wir kommen einmal zum Einkauf weiter. Und zwar, dieses Brunch habe ich auch mal bei meiner Mama mal gegessen. Schmeckt wirklich sehr gut. Also schmeckt eigentlich fast wie so ein russischer Schmand. Schmeckt wirklich mega. Dann habe ich das gleich auch mit Kräutern mitgenommen. Hatten die auch. Dann habe ich an der Kasse gestanden und habe das hier gesehen in so einem Aktionsregal. Habe gleich mitgenommen, so eine Gemüsemischung, ist ein bisschen salzig. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Normalerweise kenne ich es nur aus dem Russenladen. Wir haben so kleine Cherrytomaten eingelegt und kleine Gürkchen. Bin sehr gespannt, wie das dann schmeckt. Hier habe ich auch in einem Tisch an der Kasse solche Datteln entdeckt. Ich glaube, die schmecken sogar ganz gut. Also meine Schwester isst unheimlich gerne Datteln. Und ich habe noch welche von ihr, aber die sind hier gefüllt mit Walnüssen. Mal gucken, wie das schmeckt. Bin ich sehr, sehr gespannt. Quark habe ich hier, dann Schlagsahne, die richtige Pfeffer, also als Körner, habe ich mitgenommen. Hatten sie dann einmal die Butter. Ist auch ganz cool in so einer Packung, ist Vorratspackung auch noch. Diese beiden Apfelchips. Melone, Zewa, Klopapier und so weiter. Auf diese hier bin ich auch sehr gespannt. Das besteht schon irgendwie aus Früchten. Und dann gucken wir, wie das schmeckt. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, halt mit Früchten und Nüssen. Pilze, dann haben wir hier die Eier, das Brot. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Sieht aber ganz gut aus, sehr körnig. Also hier immer Haferbrot, Eiweißbrot, Blumenkohl, gibt es denke ich mal morgen zum Essen. Dann habe ich gleich Suppengemüse mitgenommen, weil ich dann auch wieder mal die Suppe kochen möchte diese Woche. Auf jeden Fall ist das hier jetzt, guck mal, kleine Spinne, krabbelt da jetzt. Habe ich mir gedacht, jetzt muss ich nächste Woche erst wieder einkaufen. Letzte Woche war ich ja bei Lidl, musste ich nichts mehr einkaufen. Jetzt, das hier reicht bis nächste Woche, hoffe ich. Frischkäse, Granatapfel, Avocado. Dann haben wir hier Lachs mit, habe ich mitgenommen, 17.11. haltbar, ja gut, schaffen wir aber. So, noch kann man das noch einfrieren. So zwei verschiedene Sorten, einmal Tomate, Basilikum, das hört sich sehr, sehr lecker an. Und mit Dill, bin sehr gespannt. So, und hier kommen wir einmal zu den Haferpops. Die hatte ich schon mal gehabt, die sind sehr lecker, die sind auch nicht so süß, wie man das sonst irgendwie auch teilweise kennt. Kohlenhydrate, ja gut, gibt es viel Zucker, 15 Gramm davon.
Wie gesagt, das schmeckt ganz gut. Kann man halt im Joghurt mischen oder halt aber auch mit der Milch. Und schon war das jetzt hier mein Einkauf, ihr Lieben. Also ich habe mich wieder gefreut, mal bei Aldi gewesen zu sein. Achso, Adventskalender für Tiptop habe ich hier ins Büro gestellt gleich von Pringles. Da ist er viel günstiger gewesen für 19,99 €. Normalerweise kosten sie viel mehr. Also bei Amazon hatten sie sonst immer über 40 € bezahlt. Und da sind jedes Jahr immer die gleichen Dosen drin. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in diesem Kalender nachher sein wird. Ob das gleich die gleichen Dosen sind oder überwiegend nur noch original oder mal schauen. Also, ja, das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Schaut gerne mal sonst auch bei meinem Schnucki vorbei. Ich sehe ihn gerade. Der wuselt da vor sich hin. Achso, okay. Und ja, bleibt gesund. Batterien sind voll, ne? Wir hatten heute nicht mal Sonne draußen. Das war recht bedeckt alles, aber jetzt fing es an zu nieseln. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr gerne bei Aldi einkauft. Also ich war früher viel, viel öfter da, aber jetzt mittlerweile hat man sich irgendwie so auf seine Geschäfte eingestellt. Teilweise irgendwie nur noch so Rewe, aber wenn man immer so im gleichen Laden ist, dann ist auch nicht so cool. Jetzt war das wieder mal schön da gewesen zu sein. Und die haben wirklich tolle, günstige Sachen. Also Aktionstische waren ja voll, allerdings noch kein Tannenbaum da, habe ich nicht gesehen. Mal schauen, aber ich denke mal vielleicht ab nächste Woche oder vielleicht ab morgen. Ich glaube, morgen kriegen die auch noch Ware, weil sie vorhin gerade angefangen haben, was wegzuräumen. Na gut, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Video werde ich gleich schneiden. Tschüss. Tschüss. Ich bin gerade am Saubermachen, von wegen, dass die Marie alles macht. Ich mache nicht immer alles, ne? Er hilft mir auch. Lange so. Nase hier. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.